Raoul Krauthausen ist der Kopf oder hat zwei Projekte sich ausgedacht, also zwei von sehr vielen. Ich nenne sie beiden. Das eine ist Wheelmap.org und das andere ist Brokenlifts.org. Letztes Jahr, ich habe eine kleine Einführung nochmal im Internet gesehen, letztes Jahr wurde Ihnen gesagt, oh, wenn Sie sprechen, bitte Wheelmap.org, das muss jetzt nicht sein, das kennt doch eh schon jeder. Das ist ja vielleicht erstmal ein Kompliment, oder? Sind wir schon alle so weit, dass es eigentlich gar keinen Bedarf mehr gibt? Also ich glaube, man kann Geschichten immer ewig weitererzählen. Bei Wheelmap.org, okay, wir haben eine gewisse Bekanntheit erreicht, aber wir wollen natürlich die Welt rollstuhlgerechter machen. Da reicht es nicht einfach nur zu kartografieren, sondern jetzt geht es eben auch um Inside-Out. Also wie schaffen wir es, das Thema aus dieser Online-Blase in die Offline-Welt zu übertragen, und daran arbeiten wir gerade. Frau Horn, Sie sind IT-Projektmanagerin, Sie kommen aus Bonn, Sie sind heute aus Bonn hier angereist, Inhaberin von Schmetterlong. Das ist ein junges Dienstleistungsunternehmen für barrierefreie Kommunikation und integrative Informationstechnologie. Ich habe mich gefragt, das Ganze ist ein Thema Barrierefreiheit, wo man erstmal sagt, ja, einfach für alle, wir müssen Barrieren überwinden. Was bringt eine Unternehmerin dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ja, ich bin mit dem Thema in Berührung gekommen, weil ich mich selbstständig machen wollte, vor allen Dingen im IT-Bereich, weil ich eben Informatikerin bin und aber mich auch im sozialen Bereich engagiert habe für Menschen mit Behinderung und bin so eben mit dem Thema in Berührung gekommen. Also Menschen mit Behinderung sind auf mich zugekommen und haben gesagt, es wäre doch toll, das eine oder das andere zu haben oder da eine Schnittstelle oder da ein Programm, was das leichter machen würde. Und da habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall eine Nische, eine Marktnische, in die ich stoßen könnte, und habe mich dann weiter mit dem Thema beschäftigt. Gut, auf die Nische kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich würde gerne erstmal weitermachen mit der Vorstellung meiner Gäste. Barbara Wolterstedt, Sie sind qua Alter erstmal ein sehr unbekannter Gast hier auf der Republika. Sie sind 65 Jahre alt, Seniorin, aber das ist natürlich nicht alles. Frau Wolterstedt engagiert sich in der Senior Research Group. Das ist eine Gruppe von Senioren an der TU Berlin, die sich zur Aufgabe gemacht hat, zu vermitteln zwischen Nutzern und Unternehmen, genau bei der Entwicklung von neuen Applikationen, bei der Entwicklung von mobiler Barrierefreiheit. Behinderung, man ist nicht behindert, behindert wird man eher durch die Umwelt. Was macht oder gegen welche Barrieren machen Sie mobil, Frau Wolterstedt? Naja, wir machen nicht mobil, wir wollen, dass wir bei Projekten schon von Anfang an mitwirken können und dass wir schon von Anfang an also die Belange der älteren Bürger vertreten können, dass Anwendungen auch so konzipiert werden, dass ältere Bürger auch davon etwas haben, wenn man nicht mehr so kann, wenn das Leben eingeschränkter ist. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo mobile Geräte einem helfen können. Und wir wollen nicht Geräte, die fertig sind, testen, sondern wir wollen mit den Entwicklern, mit den Designern vorher schon reden, wollen dabei sein, wenn sie Geräte entwickeln und auch Applikationen entwickeln. Und da arbeiten wir an einigen Projekten schon sehr erfolgreich mit. Darf ich vielleicht da nochmal rückfragen, was würden Sie sagen für sich, was braucht ein Smartphone, damit Sie sagen, ja, das ist richtig gut, das ist nützlich, das ist toll, dass es das gibt? Naja, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin ja technikaffin, muss es zumindest so sein, dass ich es lesen kann, dass ich sehen kann, die Applikation, und dass nicht zu viel auf einer Seite ist. Also ich habe jetzt ein Galaxy S3, und das hat die richtige Größe. Vorher hatte ich ein Nokia, das war kleiner, damit konnte ich nicht so viel anfangen. Und ich habe alles von den vorderen Seiten weggeputzt, was mich nicht interessiert, und habe mir wirklich auf die Bildschirme, die man da, die Startbildschirme, die man sich nehmen kann, das draufgelegt, was mich interessiert. Also die App von der BVG und Google Maps. Dann habe ich so eine App von Nachrichten, wo man Zeitungen lesen kann aus aller Welt.
dann fotografiere ich gerne und dann habe ich natürlich noch so einen Einkaufszettel, den ich mir da und so Notizen, die ich mir machen kann. Und mehr hat da kaum zu suchen. Dann nutze ich noch WhatsApp und damit ist Schluss. Erstmal. Das heißt, das reicht und weniger ist auch in diesem Fall. Das reicht auf der Vorderseite. Wenn ich jetzt was Spezielles will, ich möchte irgendein Spiel machen, weil ich ja noch ein bisschen Zeit habe, ehe die U-Bahn kommt, dann gehe ich in die tiefere Ebene und gucke da was, was ich da noch so habe. Super. Frau Horn, Sie legen in Ihrem Unternehmen vor allem Wert darauf, dass die Lösungen, die Sie erarbeiten, dem Nutzer optimal dienen. Für wen entwickeln Sie genau neue Apps? Also an welche Nutzer denken Sie da genau? Wie gesagt, also wollen wir uns nicht beschränken auf eine bestimmte Zielgruppe, sondern wir bekommen eben entsprechende Projekte an uns herangetragen. Also zum Beispiel diese App UK Simpel, die war jetzt für sprachbehinderte Menschen, die nicht deutlich genug sprechen können. Und so haben wir dann entwickelt, es funktioniert wie ein Talker, dass wir eben mit einem Gerät sowohl die Stimmen aufnehmen von einem Helfer und der sprachbehinderte Mensch kann dann mit Fingertastendruck diese Nachricht abspielen. Dann gibt es entsprechende Ideen für Menschen mit Mobilitätsproblemen, Ideen für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit. Da auch als Beispiel einfach, wir haben eine Sprachsteuerung, die wird schon manchmal mitgeliefert, aber wir brauchen immer noch eine Taste, die zu drücken ist, um zum Beispiel Siri zu aktivieren. Also da wäre halt die Überlegung, wie kann man das noch einfacher machen, dass solche Funktionalitäten einfach auch mit Sprache aktiviert werden können. Sie sprechen jetzt von einem sehr konkreten Nutzer, von einer sehr konkreten Nutzergruppe. Wenn ich jetzt an Wheelmap.org denke oder eben an diese Anwendungen, die im Grunde genommen eher Konzepte sind, um das Leben leichter zu machen, da geht es ja vor allem darum, ja, oder beziehungsweise andersrum, eigentlich nützt es ja allen. Also wenn ich weiß, welcher Aufzug kaputt ist, weiß ich auch, dass ich mit meinem Fahrrad oder mit meinen vielen Einkäufen das jetzt nicht benutzen kann. Ist das im Grunde genommen auch das Ziel, also dieses Umdenken ganz genereller Art? Also ich glaube, gerade so Firmen wie Apple machen es ja vor, dass es nur dann wirklich erfolgreich sein kann, wenn es im Mainstream angekommen ist. Das Smartphone für Menschen mit Sehbehinderung einfach, also dass das iPhone für Menschen mit Sehbehinderung einfach das ultimative Telefon ist, hat ja irgendwie, spricht ja Bände in der Hinsicht. Das heißt, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Technologie auf der einen Seite, also wie das, was jetzt angesprochen wurde, um Siri zu aktivieren, sollte man irgendwie den Knopf nicht benötigen, sehe ich genauso. Aber es gibt natürlich auch die inhaltliche Frage. Und wenn wir es da schaffen, die Inhalte so zu gestalten, dass sie aus dieser Nische herauskommen können und dann vielleicht auch für Nichtbehinderte interessant sind oder aber die Inhalte, die für Nichtbehinderte ursprünglich geschaffen wurden, von Menschen mit Behinderung lieber genutzt werden, hat natürlich in beide Richtungen Wechselwirkung. Also ich habe natürlich auch im Vorfeld auf heute mir darüber Gedanken gemacht und ich wünsche mir eine App für ein Mobiltelefon, das mir Webseiten vorliest. Natürlich gibt es diese Voice-Over-Funktionen und so weiter und so fort, aber die sind irgendwie alle noch ein bisschen sehr umständlich. Und warum wünsche ich mir das? Weil ich natürlich sehr viel unterwegs bin und es gibt Menschen, die fahren Fahrrad, die können jetzt nicht gleichzeitig lesen, wissen aber, haben in ihrem Browser 24 Tabs auf von Dingen, die sie auch mal lesen möchten. Und parallel bin ich selber Kunde bei Zeit Online und habe diese ganzen Podcasts abonniert, die ich liebend gerne höre. Und kann am Ende sagen, ich habe die Zeit gelesen, obwohl ich sie nur gehört habe. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, darüber nachzudenken, wie schaffen wir es, Inhalte vorgelesen zu bekommen auf eine attraktive Art und Weise, dann haben wir auf einmal einen Use Case geschaffen, der nicht nur für Menschen, die nicht lesen können oder nicht sehen können, geschaffen wurde, sondern vielleicht auch für alle Fahrradfahrer. Und das ist jetzt auch keine schöne Färberei, sondern ich kenne wirklich viele, die total gerne Podcasts hören, aber vielleicht auch raus aus dieser Nerd-Ecke möchten und dann vielleicht auch gerne mal Podcasts zum Thema Gärtnern hören wollen. Und das einfach so als Inspiration vielleicht. Zum Thema Wheelmap ist es natürlich auch wieder der Inhalt, also welcher Ort ist zugänglich. Warum sollte der eigentlich nur auf der Wheelmap zu finden sein, diese Informationen, wenn es so viele Familien mit Kinderwagen gibt?
warum gibt es das nicht auch woanders? Oder defekte Aufzüge live anzeigen, das ist ja das Thema, was wir letztes Jahr hatten. Hinzu kommt noch Sprache. Auch da kann man natürlich viel mit Barrierefreiheit erlangen, also leichte Sprache, einfache Sprache, aber eben auch diskriminierungsfreie Sprache. Das ist das andere Projekt, das wir gemacht haben mit Leitmedien in Kooperation mit der Aktion Mensch, die uns, jetzt darf man es ja verkünden, offiziell unterstützen in dem Projekt. Also das heißt, ich glaube, das Thema ist einfach ein sehr großes gesellschaftliches Thema geworden und sollte nicht mehr in dieser reinen Nische betrachtet werden. Und die Leute haben eigentlich, ich glaube, die Leute haben alle Angst, wenn sie das Thema Barrierefreiheit hören. Ja, und diese Angst müssen wir nehmen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist, manchmal sind es ja auch einfach Worte, die so ein bisschen stören. Ne? Barrierefreiheit, da ist, kommt ja als erstes, da ist eine Barriere. Ist ja letztendlich, eigentlich ist es nur Usability. Also im Grunde genommen steht man erstmal vor der Wand und muss dann die Wand überwinden. Wenn, wohingegen genau. Man mit anderen Worten vielleicht ganz deutlich machen könnte, wie Herr Kaspers das auch gerade gemacht hat, im Grunde genommen haben wir schon alles und von da ausgehend kann man doch viel besser entwickeln. Und so viele Leute wie heute hier die Rampe benutzt haben, anstatt genau. Die große Stufe zu nehmen. Also ist ja nicht nur für mich dieses Ding da. Ja. Frau Wolterstedt, da wende ich mich nochmal an Sie. Wie gehen Sie denn vor? Also ich hatte das Gefühl, als ich mir Ihre Research Group mal angeguckt habe, oder jedenfalls da mal reingelesen habe, dass Sie nicht als erstes an eine Barriere denken, oder? Wie machen Sie das in Ihrer Gruppe? Wie kommen da, wie beraten Sie oder was ist da, was kommt zuerst und was kommt dann? Kommt erst die Barriere? Na, die Barrieren sind ja da. Die sind ja leider vorhanden. Na, wir versuchen an Projekte ranzukommen. Also, und wir haben zum Beispiel ein sehr interessantes, was mit dem einen Projekt auch korrespondiert. Das nennt sich Wikinavi und da geht es darum, dass Berlin kartografiert werden soll, aber jetzt nicht wie ein Stadtplan, sondern dass eben erfasst werden soll, gibt es an abgesenkten Bordstellen, kann ein wie ist die Bodenbeschaffenheit, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt und wir sind zum Beispiel dann dabei, zum Beispiel haben wir Geräte getestet in verschiedenen Größen, vom Smartphone bis zum großen Tablet, welche Gerätegröße können Sie sich vorstellen, welche Apps könnten Sie sich vorstellen, was möchten Sie wissen, wie würden Sie ein Gerät, also ein Programm fragen wollen, wenn Sie von A nach B wollen, welche Worte würden Sie wählen, welche Ausgabe möchten Sie haben, welche Randinformationen möchten Sie haben. Zum Beispiel, ich bin ja die Jüngste bei uns in der Gruppe, aber wir haben ja auch Leute, die sind über 80. Die wollen schon wissen, wo ist eine Toilette in der Nähe? Wo gibt es eine behindertengerechte Toilette? Ja, sie müssen jetzt nicht wissen, wo ist der nächste Designerladen und wo kann ich Schuhe kaufen? Das kann man woanders, also sich die Information kann man woanders herbekommen. Aber wenn ich unterwegs bin, welche wichtigen Informationen gibt es. Und da ist es eben dann doch interessant zu erfassen, was ist wichtig, wie wird gefragt, wie ist die Ausgabe gewünscht. Und da denke ich schon, ist es ganz wichtig, wenn auch ältere Leute ihre Erfahrungen dabei mit einbringen. Und das ist eigentlich so unser Tenor, das ist das, was wir möchten. Wir also ran an Projekte mitmachen und mitgestalten von Anfang an. Es gibt noch mehr Projekte, an denen wir arbeiten, aber das ist erstmal so unser Wunsch. Das heißt, Sie sind wirklich von Anfang an in die Entwicklung integriert. Ja. Frau Horn, wie machen Sie das? Also wir haben jetzt hier den Mainstream, auf der einen Seite den Wunsch, dass das Ganze Mainstream wird und dadurch so selbstverständlich wie möglich. Und auf der anderen Seite haben wir hier die individuellen Bedürfnisse, die sich sehr wohl unterscheiden von anderen, auch von anderen Altersgruppen. Ja. Wie ist es bei Ihnen? Sie haben ja nochmal eine andere Zielgruppe. Das sehe ich genauso. Also das Wichtigste an dem Projekt ist immer die Anforderungsanalyse. Und die macht man am besten wirklich mit den Nutzern und mit denen, die das benutzen sollen. Und man soll wirklich gucken, dass es einfach ist. Dass es in deutscher Sprache ist, dass es leichte Sprache ist, dass es mit dem Gerät benutzt wird, das man sowieso hat und nicht extra noch eins anschaffen muss, dass die Schnittstellen stimmen und dann hat man auch eine relativ große Zielgruppe. Ich habe eben bei der Einführung, bei dem ihr alle vielleicht auch wart, nochmal aufgehorcht, als es darum ging, die Republika. Im Grunde genommen haben wir nur die Wände um die Republika gebaut. Der Inhalt war ja schon da. Ist es das im Grunde genommen, dass man also sich einfach das anschaut, was da ist und dann
die Wende, also sprich die entsprechenden Anwendungen dazu entwickelt? Genau, also so ist es ganz oft, dass es heißt, wir haben das und das Ziel und wir wollen hier ein Projekt machen und dann machen wir als allererstes natürlich eine Marktanalyse. Wir gucken, mit welchen Endgeräten kann man das machen und da ist unter anderem auch das Ziel, ich habe ja ohnehin ein Smartphone oder ich habe ja ohnehin ein Tablet und ich fände es gut, eine Anwendung zu haben, die nicht unbedingt wie ein Hilfsmittel aussieht, sondern ich habe das Gerät sowieso und ich möchte mit diesem Gerät alles das machen, was ich mir wünsche und was ich brauche. Wie ist das, apropos Hilfsmittel? Wenn ich mit meinem Tablet unterwegs bin, sieht das nicht wirklich nach Hilfsmittel aus. Oder wenn ich mit meinem Smartphone unterwegs bin und einen Podcast höre, sieht das auch nicht nach Hilfsmittel aus. Ist da in der Kette der Hilfsmittel, was jetzt auch Krankenkassenakzeptanz zum Beispiel angeht, gibt es da Erfahrungen? Ist das irgendwie ein Thema? Also kann ich das mir ein Tablet refinanzieren lassen zum Beispiel, wenn es mir doch so hilft? Ich bin kein Experte, was sowas angeht, aber ich kenne Geschichten, wo es heißt, dass diese ganzen Spezialgeräte für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, über die sie dann kommunizieren können, die dann 1.300 Euro kosten, die werden bezahlt von der Kasse, aber eine iPad-App für 16 Euro eben nicht. Genau. Und das ist natürlich total bizarres eine total bizarre Verzerrung, was Hilfsmittelfinanzierung angeht. Ich bin, glaube ich, auch nochmal vielleicht einen Schritt davor. Wie wäre es denn, wenn man vor allem in der Innovation versucht, darüber nachzudenken, Behinderung vielleicht auch als eine Art Lifestyle zu betrachten? Als was? Als eine Art Lifestyle und nicht als etwas, was krank ist, was man wegmachen muss, was man therapieren muss, was man, normalisieren muss, ja? Sondern irgendwie eher so eine Art Lifestyle. Und von diesem Schritt ausgehend habe ich zum Beispiel meinen elektrischen Rollstuhl mit einem iPhone-Ladekabel ausgestattet, dass ich irgendwie, wenn ich schon diesen Akku rumfahre, mein Telefon daran aufladen kann. Und das kann man ja nutzen. Als ich das aber beantragt habe, bei meinem Orthopädiehaus, meinten die, das geht nicht. Und dann bin ich zu Saturn gegangen, habe mir für 9 Euro einen Zigarettenanzünder gekauft und bin dann zu dem Orthopädiehaus gegangen, habe denen gesagt, könnt ihr einen Zigarettenanzünder anschließen? Und die meinten, ja, das geht. Und das ist für 9 Euro. Also das ist einfach, was ich damit sagen will, lass uns doch einfach mal Perspektiven versuchen zu öffnen und auch vor allem zu wechseln. Und vielleicht nochmal zu den ganzen Projekten, die natürlich auch wir oft an uns herangetragen werden, auch viele Förderprojekte, Forschungsprojekte, ja. EU-getriebene Projekte und so weiter. Ich bin manchmal so ein bisschen erschrocken, wer alles worüber wie forschen möchte, mit welchen Zielsetzungen vor allem und welche Technologien eingesetzt werden sollen, einfach nur des Forschungswillen. Das ist so eine Beobachtung, die ich mache. Ja. Dann wird dann darüber nachgedacht, ein Navigationssystem zu entwickeln für Menschen mit allen Arten von Behinderungen, was schon mal so komplex ist, dass ich schon weggehen würde. Ja. Aber dann soll noch Galileo einbezogen werden, das ist dann das neue Navigationssystem aus Europa, wo alle denken so, das hat doch niemand. Ja. Und das wird auch sich nie durchsetzen und jedenfalls nicht in den nächsten 2 Jahren. Und ich denke, vielleicht sollten wir einfach nochmal gucken, was haben wir bereits, wie können wir ein einfaches, valides Produkt hinkriegen mit dem, was wir bereits haben, ohne immer gleich die große Raketenwissenschaft anzuwerfen. Ja. Ich fühle es neben mir. Frau Wolterstedt, Sie haben da auch eine Meinung zu diesem Punkt Förderung und was auch diese ganzen Förderungen, die hier so rumschweben in diesem Land oder in der EU. Wie steht es damit? Behindern die oder fördern die wirklich in eine Richtung, wo Sie sagen, ja, genau, das ist gut? Naja, es gibt so 16 Projekte, die gefördert werden von unserem Forschungsministerium und die alle ungefähr das Gleiche machen. Und das eine Projekt geht so weit, das andere geht so weit. Wann wird denn Ihr Projekt fertig? Na, in 3 Jahren. Und wird es dann, kann man das dann nutzen? Ja, das wissen wir noch nicht. Also deswegen spreche ich immer gerne über ein Projekt, was sich ein Wikinavi nennt. Das soll wirklich fertig werden. Und Wiki heißt ja der Wiki-Gedanke. Man kann ja nicht sich hinsetzen und jetzt überall in ganz Berlin zum Beispiel in dieser großen Stadt alles kartografieren. Man will die Menschen mit einbeziehen und das finde ich gut. Der Nutzer hat die Möglichkeit zu melden, der Aufzug ist heute defekt. Und da steht dran, der soll auch erst übermorgen repariert werden.
Und der Nutzer hat die Möglichkeit zu sagen, in der Straße 85, ganz hinten in Blankenburg, da kann ein Mensch mit einem Elektrorollstuhl nicht fahren, weil da nur eine staubige Straße ist. Und mit dem Rollator ist es auch schwierig. Es wäre günstiger, diesen Weg zu umfahren und die Straße zu nutzen. Und das, finde ich, ist eigentlich ein guter Gedanke, wenn die Nutzer auch mit einbezogen werden. Und so eine Dinge, die da versuchen wir eben, wie gesagt, mitzumachen. Und das heißt ja nicht nur Alte oder Behinderte oder sonst wie. In der Kunsthochschule haben wir mit Studenten gearbeitet, zusammengearbeitet. Die studieren Produktdesign und die haben uns begleitet einen Tag mal im öffentlichen Nahverkehr beim Projekt Perpedes und Pedale. Die haben aber auch Kinder aus der Grundschule begleitet. Wie kommen die zurecht? Und deswegen, das finde ich gut, dass man ein Projekt hat und dass man sich darum kümmert, dass alle Menschen in der Stadt damit etwas anfangen können. Das finde ich gut. Ich gebe gleich Ihnen auch die Gelegenheit zu fragen, wenn sich eine Frage formuliert. Hier geht gleich ein Mikro rum. Ich würde da gerne andocken. Ich weiß, Sie haben auch Design Thinking studiert, beziehungsweise sich damit beschäftigt. Und mich erinnert das gerade sehr daran, also diese Idee, mit Innovation entsteht nur, wenn man den Nutzer begleitet, wie Sie sagen, und zwar die, die es wirklich betrifft. Ist das so eine Möglichkeit, rauszugehen in die Innovation und wirklich gemeinsam was zu entwickeln? Denken Sie so ein bisschen in diese Richtung? Auf jeden Fall. Also ich denke, viele dieser an dem Reißbrett geplanten Dinge, die sind ja meistens auch schon zum Scheitern verurteilt, weil man jetzt nicht weiß, was in 3 Jahren aktuell ist. Und im Design Thinking sagt man, der Nutzer hat immer recht. Egal, was der Produktmanager, der Produktowner, der was auch immer Konzepter sich damals gedacht hat, wenn der Nutzer es nicht versteht, dann hat er einfach recht und dann hast du halt daneben gelegen. Und das ist ja auch eher ein Wetten, wird das verstanden oder nicht. Insofern, wenn man mit dieser Haltung herangeht und das regelmäßig auch testet und sich selbst irgendwie nicht als die Weisheit mit Löffeln fressend betrachtet, was natürlich extrem viel Arbeit ist, weil Kritik wehtut und wenn Nutzer sagen, verstehe ich nicht, ja, dann fühlt man sich natürlich auch selber angegriffen. Man muss auch nicht alles sofort lösen, ja, aber vielleicht zumindest mal horchen, ob da nicht ein Fünkchen Wahrheit auch drinsteckt. Und ich glaube, diese Demut gegenüber den Nutzern, die sollten uns alle noch mehr anerziehen. Demut gegenüber den Nutzern, das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Frau Horn, ich habe eben noch mal gedacht, wenn man diesen Versuch, wirklich Dinge zu fördern und wirklich in die Zukunft zu blicken und den Nutzer im Visier zu haben, wenn man da weitergeht, dann ist man ja ganz schnell raus aus diesem Nischenmarkt, von dem Sie eben auch gesprochen haben, oder? Dann geht es ja wirklich darum, das ist für alle interessant, das können alle nutzen. Ziehen Sie da den Kürzeren? Ist die Motivation weg, vielleicht sogar so weit gefahren? Nein, das auf keinen Fall. Es ist im Moment einfach schwierig, was ich vorhin ansprechen wollte, mit den Hilfsmitteln, die gefördert werden, also die Hardware, die ja gefördert wird, und einer Software, die auf einem Tablet läuft, bekommt keine Hilfsmittelnummer und wird eben nicht von den Kostenträgern bezahlt. Da haben wir dann natürlich schon das Problem, es müssen Nutzer kaufen, Nutzer müssen das erstmal wissen, dass es das gibt oder dass es da Projekte gibt, die eben nicht auf Hilfsmitteln laufen, sondern auf Tablets oder Smartphones. Und da wäre es halt wichtig, eine Art der Finanzierung zu bekommen oder Möglichkeiten, dass die Projekte auch gefördert werden. Weil im Moment sind es Investitionsprojekte und da weiß man vorher nicht so genau, ob sich das dann auch rechnet. Und ich denke aber, der Trend geht auf jeden Fall hinweg von den üblichen Hilfsmitteln und hin zu den Geräten, die ohnehin benutzt werden, eben die Smartphones oder Tablets. Okay. Gut, ich gucke jetzt mal hier ins Publikum. Man sieht nichts. Man sieht nicht viel, deswegen, wenn es eine Meldung gibt, bitte winken Sie deutlich. Leuchten Sie am besten. Ich sehe keine Meldung. Okay. Frau Wolterstedt,
Ich habe es eben schon gesagt, also der Johnny Häusler sagte ganz zu Beginn, ja, wir hier auf der Bühne, wir Alten, die irgendwie versuchen, damit auch noch Geld zu verdienen, was wir hier machen, wir werden schon längst vertrieben von der jungen Generation, die Blogger, Netzwerker. Ich glaube, Johnny Häusler ist so Mitte 40. Was sagen Sie dazu? Also ist es interessant, also ich habe da natürlich an Sie gedacht, in Gedanken an unser Podium, ist die nachrückende Generation die interessante? Was sagen Sie da in Vertretung Ihrer Generation? Sollte man da nicht, oder was können Sie der jungen Generation raten? Naja, ist da nicht ein Mitdenken irgendwie angesagt? Ja, na klar. Aber bei uns, es ist ja nun so, bei den Älteren hat man 90-Jährige, die mit Begeisterung im Internet surfen, und man hat aber auch 55-Jährige, die sagen, Computer ist nichts mehr für mich. Und das ist eine gespaltene Gesellschaft. Mit der müssen wir noch einige Jahre leben. Ja? Und das ist eine Seite. Die andere Sache ist die, dass doch jetzt die Generationen nachkommen, die schon fast mit der Schule oder so am Computer sitzen. Und die natürlich diese Sachen ganz anders nutzen werden als wir heutzutage. Diese neue Technik nutzen. Natürlich wollen wir sie auch nutzen. Alle, die ein bisschen pfiffig sind, sind natürlich im Internet und wissen, dass man im Internet auch Reisen buchen kann, dass man sich seine Gesundheitstipps im Internet holen kann, dass man aufpassen muss, dass man ein bisschen gucken muss, was könnte wahr sein, was könnte auch nur Spekulationen sein. Und das ist natürlich interessant. Das ist eine ganz spannende Zeit, muss ich auch sagen. Also für mich so und so. Ich habe was Technisches studiert und ich bin natürlich bei. Aber ich interessiere mich natürlich auch nicht für alles, ne? Sondern nur für die Sachen, die mich interessieren, die muss ich wissen. Ne? Das ist klar. Also ich habe ein E-Book und ich kommuniziere auch über WhatsApp und so eine Sachen. Ich habe auch einen Facebook-Account. Aber da habe ich jetzt nur noch meine privaten Freundschaften drauf und alles andere runtergeschmissen. Also wirklich nur das, was mich interessiert. Und ich kenne, wie gesagt, Ältere, also alle in der Senior Research Group haben E-Mail, können im Internet surfen, aber wir sind nur zwei, die ein Smartphone haben. Ja, also wenn so eine App für Ältere entwickelt werden soll, die auch damit umgehen können, muss man doch nicht die beiden Jüngsten beachten, also ihre Kenntnisse, sondern das, was die heute, ja, weiß ich, 70-Jährigen, die in 10 Jahren dann 80 sind und nicht mehr so können, was die möchten. Ne? Da muss man immer so ein bisschen vorausdenken auch. Also ich fand das super spannend, was Sie gerade sagten. Als ich im Oktober in Japan war und in der U-Bahn gefahren bin, da ist mir aufgefallen, dass auch sehr alte Menschen Smartphones verwenden in Japan. Ja. Und meine These war dann darauf hin, dass ich glaube, dass wir eigentlich viel mehr kulturelle Ängste haben vor Technologie, als wirklich, dass die Tasten zu klein sind oder Bildschirme zu klein. Sicherlich mag das der Fall sein für den einen oder anderen, aber dann gibt es halt das Galaxy S3 oder S4 oder was auch immer mit größeren Tasten und Bildschirmen. Aber letztendlich ist es, glaube ich, eher so das, was die Medien uns vorgaukeln, beziehungsweise wenn wir die Zeitung aufschlagen, lesen wir nur von Angst, wenn wir über das Internet reden. Und natürlich nehmen das Menschen, die vorher noch nie mit Computern zu tun hatten, dann auch erstmal so an und wahr und sagen dann als Ausreden, naja, das ist nichts für mich, ist sowieso alles viel zu kompliziert, und das wird mir aber auch permanent so erzählt von der Welt da draußen. Dass Telefone aber einfacher werden, dass Webseiten einfacher werden, dass wir, keine Ahnung, ja, genauso gut bei iTunes Filme gucken können wie im Fernsehen inzwischen, das kommt bei den Leuten gar nicht mehr an. Und ich glaube, das ist wirklich eher ein kulturelles Thema als ausschließlich technologische Barrieren. Das ist ein kulturelles Thema. Und kulturelles Thema, man könnte sagen kulturelles Thema, man kann aber auch sagen, gut, da geht es jetzt wirklich um Aufklärung, um Sensibilisierung oder, wo wir am Anfang waren, ja, um eine andere Herangehensweise, eine selbstverständlichere. Genau. Ne? Ja. Frau Horn, haben Sie diese Sensibilisierungsfragen, begegnen die Ihnen auch im Alltag? Also wenn Sie eben ganz konkrete Apps entwickeln und die an den Mann, an die Frau bringen, in Ihrem Umfeld, stoßen Sie da auf Irritation, auf, Moment mal, was sollen wir damit?
Ja, auch, aber das ist nicht der Punkt. Also es geht eher darum, die Anforderungen aufzunehmen, die es gibt und dann zu schauen, wie geht es. Also wir gehen da sehr lösungsorientiert vor. Da geht es immer darum, die Lösung zu entwickeln und dann zu schauen, wer hat da noch einen Nutzen von. Wenn Sie drei, die hier jetzt sitzen und die von sehr unterschiedlichen, wir haben es gemerkt, Perspektiven auf das Thema gucken, wenn Sie sagen, okay, in 5 Jahren hier auf der Republika 2018, was möchte ich da sehen? Was muss da selbstverständlich sein? Was wären Ihre Wünsche? Ich würde gerne mal hier eine Runde machen. Bei Frau Wolterstedt angefangen. Dass die Projekte, die im Moment so in der Entwicklungsphase sind, dass die dann schon funktionieren. Dass es Geräte gibt, die auch für Leute, die bisher nicht am Computer saßen, dass die auch Freude am PC oder an diesen mobilen Geräten haben. Und ansonsten, ja, man kann sich vieles auch gar nicht vorstellen. Also offen bleiben für das, was kommt, ja. Mhm. Noch mehr Möglichkeiten, sich zu verbinden, gemeinsam Ideen entwickeln, gemeinsam Ideen umsetzen, in der großen Internetgemeinde, dass alle dran mitarbeiten können. Mhm, vielen Dank. Also ich würde mir wünschen, und ich glaube, das wird sogar auch passieren, dass die Computer sich nicht mehr wie Computer anfühlen, dass sich Smartphones sich nicht mehr wie Smartphones anfühlen, sondern dass wir einfach verbunden sind, durch auch wie auch immer geartete Geräte, dass wir keine Angst mehr vor den Technologien haben, sondern sie einfach nutzen, so wie wir ein Buch nutzen. Ja. Und meine Hoffnung dann natürlich, dass wir dann mit diesen Geräten, die dann vielleicht an der Wand hängen oder wir an unseren Körpern tragen, dass die so gut miteinander interagieren können, dass Informationen, die ich jetzt gerade brauche, ich auch erhalte und nicht 24 Millionen Apps auf meinem Telefon installieren muss, für den einen, für den Rollstuhlfahrer, der andere, der dann irgendwie die Öffnungszeiten haben will und die dritte, die dann Restaurantbewertung macht, sondern einfach alles in einer, weil die Daten untereinander ausgetauscht werden, da wo sie halt Sinn machen. Und ich glaube, dahin wird die Reise gehen, APIs ist ja irgendwie ein Stichwort, aber da könnte man noch mehr evangelisieren, sagen wir mal so. Und weniger Angst vor eigener, also weniger Silos bauen und immer nur eigene Daten schützen, sondern mal zu gucken, ob man nicht Ökosysteme schaffen kann, auf denen man dann neue Dinge aufbauen kann. Was würden Sie, Frau Horn, der Community, die hier sitzt, und hier sitzen ja auch Entwickler, wünschen? Was würden Sie ihnen gerne mit auf den Weg geben? Wo geht's los? Es geht los, nach links und rechts zu schauen, über den eigenen Tellerrand. Nicht nur zu schauen, was kann ich als Entwickler und was ist technisch möglich, sondern wirklich zu schauen, was möchte der Nutzer. Und muss man dafür nicht, Nutzer kennen, also Nutzer mit eben besonderen Bedürfnissen und mit einem besonderen Bedarf? Also gibt es eine Plattform, wo man sagen kann, so hier gibt es Nutzer, die sehbehindert sind, hier gibt es Nutzer, die mobile Barrieren haben, hier gibt es Nutzer, die nicht hören können. Ist das eine, also ich meine, Sie müssen sicher Personen suchen, die Sie beraten, oder? Genau, aber eine Plattform, weiß ich nicht, ob es die gibt, wäre vielleicht eine Idee ein Projekt, ja. Aber wir suchen uns immer entsprechende Berater, die Behinderungen haben. Ja. Letztendlich ist es ja auch so, dass nicht alle Blinden immer einer Meinung sind. Ne? Also das ist ja auch so ein Vorurteil, dass man meint, der ist Rollstuhlfahrer, dann kennst du ja auch alle anderen. So ist es halt nicht. Also ich glaube, man braucht auch immer mehrere Meinungen und selbst wenn man jetzt einen Beraterstab hätte, heißt es nicht zwangsläufig, dass dann die immer richtig lagen. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Jede Behinderung ist sehr speziell und da muss man immer sehr individuell auch gucken, was die gerade benötigen und was sie sich wünschen. Mhm. Ein erster Schritt ist sicher, selbst mal auszuprobieren, selbst mal zu gucken, wie ist das, wenn ich nicht gut lesen kann, wie ist das, wenn ich nicht gut hören kann. Ich würde Sie gerne ermutigen, zum Stand der Aktion Mensch gleich mal zu gehen, denn da gibt es so ein Labor sozusagen, ein Open Device Lab, wo genau diese Dinge ausprobiert werden können und wo Sie sie mal genauer sich unter die Lupe nehmen können. Eine andere Aktion, die auch noch von der Aktion Mensch gestartet wird, ist am kommenden Mittwoch. Für all die länger auf der Republika bleiben,
Raus aus der Rolle Behinderung im Fernsehen, da wird Raul Krauthausen sein neues Projekt vorstellen, leitmedien.de. Da geht es darum, wie spreche ich eigentlich als Journalist oder in der Öffentlichkeit über diese Themen. Und es gibt, Herr Kaspers hat es auch eben schon erwähnt, die Website Einfach für alle von der Aktion Mensch, wo viele hilfreiche Tipps, Einführungen, Verstehen, Umsetzen, Mitmachen zu lesen sind. Dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen, an dieser Stelle schließen, meinen Podiumsgästen ganz herzlich danken für Ihre Zeit und für Ihre guten, wertvollen Ratschläge und Erfahrungen. Ganz vielen Dank. Ja.